Ja, hallo. Schön, schön und unklar, B und B und Besuch. Jetzt haben wir unsere gesamten Formate irgendwie zerhackt und wissen gar nicht, was wir machen sollen. Ich freue mich, Gunnar Kaiser ist da. Danke, dass du Zeit für uns hast, Gunnar. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich will mal vorneweg sagen dürfen, also dich muss man eigentlich nicht vorstellen, aber ich mache es trotzdem. Also für die zwei Menschen, die nicht genau wissen, wer du bist. Also mein Lieblingsphilosoph, Autor und Krisenbegleiter durch die letzten anderthalb Jahre. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, also jetzt klingt immer so, als hättest du es gerade geschrieben, über die letzten Jahre, denke ich, oder über die letzten, über das letzte Jahr. Ja. Der Kult, ich verschwinde jetzt kurz, spreche aber weiter. Ich hoffe, es ist scharf. Es ist ein großartiges Buch, finde ich. Kompliment. Vielen Dank. Brillant geschrieben, brillant analysiert. Ich will nur jetzt ganz kurz spoilern, gleich zum Anfang, oder was die Stimmung insofern verderben, weil ich gerne über den Kult und die Kultisten reden möchte. Aber wenn ich das so lese, bin ich durchaus alarmiert, weil ich dir folge und denke, wir haben hier so eine quasi religiöse Veranstaltung, die demnächst darauf hinausläuft, dass die Leute, wenn ich nicht schwerer bin als die Ente, mich anzünden oder im Dorfteich versenken. Und dann deshalb mit der Tür ins Haus fand die Frage, gib mir mal einen Rat, was machen wir denn jetzt? Ja, das ist ja immer das Schöne, dass die Philosophen sich da rausziehen können und sagen, also Ratschläge geben, dafür bin ich wirklich nicht da. Analysieren, schwurbeln und kluges Zeug von sich geben, aber das Lebenspraktische, da musst du dann, das musst du selber wissen. Ne? Da sind, ja, wir dann, sind wir dann postmodern genug. Aber tatsächlich gebe ich in meinem Buch am Schluss, im Schlusskapitel, ein paar Richtungen zum Vorschlag, die man eben gegen den Kult auch einschlagen könnte. Denn es geht ja nicht nur um die Problemanalyse, sondern auch darum, wie kommen wir da raus? Und das geht im ersten, also das Wichtigste ist, dass wir da nur raus können, wenn wir verstehen, wie wir da reingekommen sind. Und die Analyse machen Matthias Burchardt und CJ Hopkins und Raimund Unger und Sven Böttcher seit mindestens eben 2 Jahren, eigentlich ja auch schon länger. Und diese Analyse müssen wir jetzt auch erstmal, das dauert, ne? Denn das Handeln ist ja immer schneller als das wirklich Verstehen. Und die da oben und auch die Kultisten, also damit meine ich eigentlich die normale Bevölkerung, die sich dabei nichts denkt, dass wir hier diese neue Normalität haben, die handeln oder es wird mit ihnen gehandelt. Und wir gucken zu, wir sind erstaunt, manchmal auch wie das Kaninchen vor der Schlange, und wir fragen uns ganz viel. Das sind so die eine, also es gibt meines Erachtens 3 Sachen, die uns vereint, auf denen wir aufbauen könnten. Das ist das Fragen. Wir stellen Fragen. Wir wollen wissen, was dahinter ist. Wir wollen wissen, wie das weitergeht, wenn es so weitergeht. Und wir wollen wissen, wie das noch abzuwenden ist. Dann wir lesen, also wir versuchen uns zu informieren, wir versuchen Antworten darauf zu finden. Mal ganz ehrlich, kenne ich ganz, ganz viele Bücher, und sie stehen hier eigentlich auch fast in Gänze, die sich seit den letzten 2 Jahren intensiv von der kritischen Seite her mit den Maßnahmen und der Situation befasst haben. Wirklich ins Tiefste gehend, philosophisch, soziologisch, psychologisch. Aber ich kenne kaum Bücher, und man würde sie ja sehen, die jetzt von der anderen Seite geschrieben worden sind, die sich damit auseinandersetzen und die auch in eine ähnliche Tiefe gehen würden. Das ist einfach gesetzt, und es ist auch kein Bedarf da von, sagen wir mal jetzt der Mainstream-Seite, sich jetzt auch noch philosophisch oder soziologisch oder psychologisch zu vergewissern, sind wir denn auf der richtigen Seite? Es sagen ja alle, das ist ja die Mehrheit. Und also wir wollen Antworten finden, und wir suchen sie und wir finden sie auch. Und das Dritte und auch eben sehr wichtige ist die Vernetzung, die wir ja schon so oft angesprochen haben, die auch lange, lange dauert. Ich biete das ja immer wieder an auch, und diese Vernetzungen müssen jetzt erst entstehen, weil sie zwischen Leuten sind, die sich bisher gar nicht kennen, die auch teilweise diese neuen technischen, ja, alles Neuland für uns, Möglichkeiten erstmal für sich erobern müssen. Wir haben Lagerfeuer
der Hoffnung gemacht. Wir haben Spaziergänge gemacht. Ich habe schon im letzten Winter Spaziergänge ja organisiert in einzelnen Städten, die sich teilweise noch treffen. Es gibt Abendessen und es gibt einen Discord-Server zum Beispiel, auf dem sich jetzt meine Community trifft und einfach erstmal die Lage bespricht. So, und das ist jetzt alles. Die Frage, ist das schon Handeln? Ist das schon etwas, was wir tun? Ich meine, ja. Ich meine, wir kommen gar nicht umhin. Wir haben aber das große Problem. Auf der einen Seite ist es so dringlich und auf der anderen Seite zeigt sich kaum eine Veränderung. Es wirkt nicht so, es wirkt so, als würde es nicht wirken. Es scheint keine Effizienz zu haben, das, was wir alle machen. Und viele werden ungeduldig. Und meines Erachtens ist das jetzt das Wichtigste, sich an den positiven Dingen festhalten, hochziehen. Und das sind einmal die positiven Dinge im Persönlichen, in der Vernetzung, die Leute, die man kennenlernt, und zum anderen aber auch das, was jetzt auch passiert. Kommen vielleicht gleich auf so aktuelle Sachen. Mein Empfinden ist jetzt mittlerweile auch, es bröckelt und viele schreiben es schon. Und da bis zum Dezember hatte ich das überhaupt nicht. Da habe ich gedacht, okay, das ist alles verloren und es ist auch immer noch alles gefährlich. Aber es sind viele Anzeichen da und das sind auch positive Anzeichen. Ja, alles viel zu spät und so weiter. Und dann müssen wir über diese Anzeichen auch die Geduld aufbringen. Und das ist so eine persönliche Sache. Also ich bin jetzt, sorry für die lange Antwort auf die kurze Frage, ich bin jetzt wirklich dazu übergegangen, auch aufgrund von persönlichen, wie sagen wir, Schicksalsschlägen oder so, also Krankheit wirklich, also physische Krankheit, die meinem Körper, die mir sagt, jetzt geht der Weg mal woanders hin, jetzt kümmerst du dich mal um dich. Ich habe das Gefühl, wenn ich von mir ausgehe, dass das etwas ist, was uns alle vereint, dass wir uns Sorgen machen und dass wir nach außen gucken und dass wir andere ändern wollen, dass wir das Leben besser machen wollen und auch gerade für unsere Kinder und uns dabei vergessen. Und uns, dass wir sozusagen in dieser Selbstlosigkeit uns selbst verraten. Und das könnte jetzt wirklich auch eine Zeit sein, zu sagen, okay, es ist alles gesagt, sowieso schon. Wir gehen spazieren, wir sind da, wir zeigen uns, jeder auf seine Weise, in seinem Bereich. Und jetzt müssen wir auf uns achten, um auch weiterhin ein Vorbild sein zu können. Also das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Vorbild sein bedeutet ja nicht, sich aufzuopfern, sondern in seinem Bereich einen Kieselstein ins Wasser zu werfen. Ich habe gerade Schau heimwärts, Engel von Thomas Wolfe angefangen zu lesen und da ist das erste Zitat. Das Schicksal wirft uns da ins Meer und wir sind dieser Kieselstein, der aber eben diese kleinen Wellen produziert. Und wenn er schon längst untergegangen ist, ja, weil er schwerer ist als eine Ente, sind diese Wellen immer da und vielleicht stoßen sie jemand anderen an. Und das höre ich so viel von wegen der hat mich inspiriert. Und zwar nicht, weil er jetzt irgendwie ein Buch geschrieben hat oder einen YouTube-Kanal hat oder sonst was, sondern der hat, er ist zum Beispiel im letzten Jahr ängstlich gewesen, bei einer Demonstration mitzugehen, weil es ja hieß, das sind alles Rechte und man geht nicht mit Nazis mit und so weiter. Und man will aber was tun. Und dann war derjenige erstmal am Bürgersteig, ein bisschen seitlich, und hat sich das angeguckt und hat sich vielleicht noch überwinden müssen und hat über diese Zeit selber auch diesen Mut dann entwickelt. Und das hat jemand anders gesehen. Hey, du gehst jetzt da mit, du hast deine Angst überwunden. Und das wäre dieses Vorbildhafte. Lange, schwurbelige Antwort auf eine kurze und sehr präzise Frage. Aber ich denke, ja, für uns selber auch Vorbild sein zu können, ist sehr wichtig. Gunnar, du hast einen Stein ins Wasser geworfen, der dann bei mir auch eine Welle erzeugt hat und bei mir angekommen ist. Und in dem, was Sven gerade über dich in intellektueller Hinsicht gesagt hat, möchte ich noch hinzufügen, was du in existenzieller Hinsicht zum Ausdruck gebracht hast, indem du nämlich aus einem Beamtenverhältnis oder aus einem Anstellungsverhältnis in einer Schule ausgestiegen bist und ein Wagnis eingegangen bist im Hinblick auf diese neue Zeit. Und das ist ein altes Motiv, das auch eine religiöse Qualität hat, nämlich das Umkehr
ein Bildungserlebnis darstellt, aber auch eine politische Qualität haben kann. Wir kennen das aus dem platonischen Höhlengleichnis. Da sitzt jemand mit dem Blick auf die Wand und guckt irgendwie auf die Schattenwelt und wird dann in einem schmerzhaften Prozess in die Realität entlassen, indem er sich von dem entfernt, was ihm ausmacht. Auch im christlichen Zusammenhang ist dieses mit der Umkehr ein starkes Motiv. Und ich glaube, das hat immer zwei Seiten. Das ist die Abkehr von etwas, was ich als sicher, aber vielleicht als beengend erlebt habe, und die Hinwendung zu etwas, zu dem ich dann aufbreche, was Unsicherheit, aber vielleicht auch Verheißungen in sich trägt. Das scheint mir ein interessantes Motiv zu sein. Ja. Was du persönlich erlebt hast, kannst du vielleicht von dieser Situation nochmal berichten, weil ich glaube, viele im Moment sich zwischen Loslassen und Aufbrechen irgendwie bewegen und festhalten und bleiben. Wie war das für dich, diesen Schritt zu tun? Ja, also du hast das sehr schön beschrieben. Ich glaube, diese Umkehr ist etwas, das zur Condition humaine gehört, das man annehmen kann, ohne sich vielleicht auch zu sehr in der Illusion zu befinden. Es wäre dann alles in Ordnung. Ich bin jetzt einmal umgekehrt und jetzt hat sich alles für mich eben diese Verheißung erfüllt und ich bin erlöst. Sondern wir sind ja als Menschen immer in dieser Doppelposition, dass wir uns mit den konkreten Dingen auseinandersetzen müssen und auch kämpfen müssen. Das ist im Moment mein großes Thema. Kämpfen oder nicht kämpfen? Kommen wir vielleicht auch gleich darauf. Was bedeutet das denn eigentlich, kämpfen? Und wir müssen uns mit den ganz alltäglichen auch Miseren auseinandersetzen und wirklich auch mit sozusagen banalen Dingen, die aber in ihrer Banalität verlieren, wenn wir, ich sage es jetzt mal, eine spirituelle Ebene darüber auch erkennen, dass wir sehen, wir sind sozusagen als Menschen in zwischen das Weltliche und das Himmlische oder Göttliche geworfen. Und es geht nicht nur darum, das unterscheidet vielleicht auch unseren oder meinen Ansatz von einem bloß marxistischen, sozialistischen, es geht darum, sozusagen den Himmel auf Erden darzustellen, das ist oft genug schiefgegangen, herzustellen, sondern es geht auch, diese Umkehr ist inwendig. Es gibt auch ein schönes griechisches Wort, das mir jetzt nicht einfällt für diese Umkehr. Ich kann das nicht mehr lernen. Und die ist in uns selbst. Und wie es auch bei Paulus heißt, das Himmelreich ist inwendig in uns. Und das es ist ja Sonntag, wenn es jetzt so ein bisschen spiritueller wird oder religiöser wird, dass wir diese Krise nutzen können, auch um zu sehen, es geht bei der Umkehr nie in erster Linie darum, wenn es zum Beispiel heißt, die berühmten Leute mit dem Schild kehret um, das Ende ist nah, ja, die stehen dann da, der Straße kehret um, das heißt, bessert euch, ja, hört auf, Alkohol zu trinken oder Glücksspiel oder zu tanzen, sondern seid temperenzler und mäßigt euch. Es geht bei der Umkehr, also bei dieser christlichen oder religiösen Idee eigentlich darum, selber in sich zu merken, was der spirituelle Kern ist, und dann jederzeit auch merken zu können, da ist noch eine Ebene darüber. Und zu dieser Ebene haben wir, wie ich meine, jederzeit auch Zugang. Und wir, die Umkehr besteht darin, diesen Zugang zuzulassen, sich Zeit dafür zu nehmen. Im Englischen kann man das gut mit 3S ausprobieren oder darstellen. Silence und Solitude und Service, also eigentlich Gebet dann vielleicht. Und diese drei Dinge immer wieder in seinen Alltag einzubauen und auch dann mal davon abzusehen, ja, was hat Herr Lauterbach jetzt wieder gesagt und welche Verrücktheiten lässt sich die Politik einfallen, während alle anderen irgendwie lockern, aber Deutschland und Österreich noch immer ganz fest da an der Angstmache festhalten. Zu sagen, Silence, Solitude und Service könnte das sein, was eben diese tägliche, immer wieder erneuerte Umkehr bedeutet, die das Leben besser macht. Also, ja. Matthias, du merkst, wir sollten mal aufhören mit unserem Format. Wir sollten einfach mal irgendwie in die Ruhe, in die Solitude und in den Service gehen. Beides. Ich folge dir. Du kennst ja auch meine Vorgeschichte für so ein bisschen mehr. Ich kenne das alles.
Und das führt dann in der Tat auch zu einer großen Seelenruhe, was du dann beschreibst. Also wenn man diese Gratwanderung hinbekommt, also sich komplett aufzureiben jetzt für irgendeine Form von, ich weiß ja, wie die Weltrettung geht, ihr müsst doch nochmal zuhören, kenne ich auch, kennst du auch, glaube ich, also aus den vergangenen anderthalb Jahren, dass man oft auch denkt, meine Gott, also es ist doch nicht so schwierig, hört doch mal eine halbe Stunde zu, macht doch mal, seid doch mal nett zueinander, es ist jenseits eurer großartigen philosophischen Analysen ja manchmal auch ganz einfach, wenn man es runterbricht und sagt, wir könnten ja einfach alle mal nett zueinander sein, wie wär's. Aber es kommt ja nicht an. Also dann, und sich dabei nicht zu verlieren und nicht aufzureiben, ist ja der wichtige Hinweis. Ich lese dich ja auch so am Ende des Buches, dass man sagt, klar, wir können uns jetzt vernetzen, aber ihr dürft ja nicht draufgehen. Und da treffen wir uns ja auch in diesem Punkt, wir haben ja auch irgendwann, glaube ich, vor fast einem Jahr oder so, haben wir auch mal im Garten gesessen und gesagt, also es ist ja auch wichtig zu überleben, diese Zeit. Also dass man auch wirklich sagt, also ihr könnt nicht in diesem Kampf, dann davon haben wir ja alle nichts, also, wenn wir uns jetzt komplett verheizen und am Ende, ja gut, vielleicht kriegen wir noch ein kleines Denkmal in Detmold oder so, aber dass man sagt, es ist ja besser, wenn wir bleiben. Und dann eben auch vielleicht ja, ein bisschen verborgener wirken. Also ich halte jetzt die Klappe, Matthias. Du machst ab jetzt B, ja, diese nächste Woche. Oder wenn Gunnar mag und dann hört es. Nein, guter Hinweis. Also ich habe auch das Gefühl, korrigiere mich, dass es auch wirklich gegen Windmühlen, mit dem Zahnstocher gegen Windmühlen oft ist. Auch was die metaphysische Unbehaustheit, hast du das, glaube ich, genannt. Also auch viele andere Menschen, dass man tatsächlich, ohne Vorwürfe zu machen, man sagt, da ist überhaupt nicht, dem ist gar kein Beikommen, weil der Weg so weit ist von dem, weil ich muss das gestehen, ich lese dich, lese dann Hesse-Zitate, ich lese, und wir schätzen beide auch Ivan Illich, also für diese Feststellung von ihm, dass man sagt, dass der Mensch am Ende auch noch verlernt hat zu sterben. Er sagt es noch ein bisschen anders, aber ein realistisches Verhältnis zum Sterben wenigstens noch hinzubekommen. Das ist ja für mich Kern dieser ganzen Veranstaltung. Präziser zitiert, uns zuletzt auch noch die Fähigkeit abhanden gekommen ist, mit irgendeiner realistischen Einstellung zum Tod zu sterben. Das kennst du ja auch, und das ist für mich dann ein sehr, sehr weiter Weg, wenn man sagt, ich bin mit Menschen zusammen, unterhalte mich mit Menschen, die das nicht wissen, also die diese Prämisse gar nicht kennen, dass Lebensmut eben auch was mit Todesmut zu tun hat, dass diese Dinge verzahnt sind. Und dass, wenn wir dann in einer Zeit uns befinden, wo die Leute mit Agamben, also sagen, es geht eigentlich tatsächlich nur, ich will nur noch überleben, ich weiß gar nicht wozu. Dann ist es für mich wahnsinnig schwer, da noch argumentativ irgendwie hineinzuwirken. Und sagt, sie können das nicht über das Gefühl erreichen und sie können es auch nicht über den Verstand erreichen, dann ist es ja in der Tat besser. Man zieht sich zurück und guck mal. Also man sollte ihnen das immer wieder mal sagen, wenn sie gegen die Wand laufen, dass das doch nicht sein muss. Aber man kann sich dabei ja auch verbrennen. Also von daher folge ich dir sehr, dass man auch mal locker lässt. Ja, und vielleicht das auch akzeptiert, dass wir, um es so zu sagen, von zwei Arten von Menschen derzeit sprechen müssen. Also diese Spaltung der Gesellschaft kommt ja nicht von ungefähr, sondern sie geht ja auch wirklich ins Persönliche und Psychologische hinein, dass man sehen kann, es gibt Menschen, die einfach nicht davon angesprochen werden, von, sagen wir mal, der Versuch der Freiheit, um es mal so zu sagen, und der Menschenwürde, sondern die Sicherheit priorisieren, sagen wir so, und Angstfreiheit oder versprochene Angstfreiheit und dafür sehr, sehr viel zu geben bereit sind. Und das zu akzeptieren ist ein wichtiger Schritt, glaube ich, weil wir ja schon darauf angewiesen sind, so eine gewisse Gleichheit der Menschen anzunehmen, weil wir ja alle in einer Demokratie auch darauf aufbauen müssen, dass jeder zumindest theoretisch in der Lage ist, sich mündig zu verhalten und mit bestimmten Themen zu beschäftigen und dann auch abzuwägen im Sinne des Gemeinwohls oder der Volonté générale. Also so die Idee. Das heißt, wir dürfen das anderen Menschen nicht per se absprechen. Das Problem ist aber, dass uns die
Menschen, die eben so sehr auf Sicherheit aus sind und sich diese Verheißung der Freiheit gar nicht ausmalen können und was da verloren geht, dass die uns ja mit runterziehen, mit reinziehen ins Schlamassel, sonst wäre es ja alles nicht so das Problem. Und da würde ich auch nochmal anknüpfen mit dem Gedanken, kämpfen oder nicht kämpfen. Ich habe jetzt in meiner Verzweiflung Netflix gebinge-watched, und zwar die Serie Ozark. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, wie diese ganzen Serien gemacht sind. So auch Breaking Bad oder Prison Break oder so. Die sind ja alle nach einem bestimmten Schema gemacht. Und das ist ein sehr kluges Schema, weil es eben so was Menschliches widerspiegelt. Es geht immer darum, dass die Menschen zusammen sind, aber unterschiedliche Interessen haben, aber trotzdem wie in einem Schmelztiegel zusammengehalten werden. Oder wie in dem Film Flucht in Ketten zum Beispiel. Ja, die hassen sich, aber sie sind durch Ketten zusammengebunden. Also sie haben total unterschiedliche Interessen, aber sie sind in einer Familie zum Beispiel. Und dann müssen sie kämpfen, aber um ihre Dinge zu erreichen und gleichzeitig den anderen entweder verführen, überzeugen oder eben überreden oder was auch immer. Und das macht Spaß, dazu zu sehen. So, ist mein Empfinden natürlich, sonst hätten die Dramen seit Ice Ulos und eben auch solche Serien keinen Erfolg. Das heißt, der Kampf mit dem anderen, der so anders ist, dessen Interessen wir gar nicht verstehen können und Motivationen vielleicht oder nur schwer, der macht ja auch Spaß zum zuzusehen, wenn man nicht drinsteckt eigentlich. Und meine Vermutung ist, er macht an bestimmten Persönlichkeitsprofilen noch viel mehr Spaß, wenn sie da drin stecken. Ich würde uns mal unterstellen, uns macht das eigentlich keinen Spaß. Wir wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden und wir wollen eben, dass die Leute miteinander auskommen. Aber es gibt sehr viele Leute, die finden das richtig toll, wenn da jetzt eine Gegenbewegung ist, die darauf angewiesen ist, sich sozusagen damit auseinanderzureiben dagegen zu reiben. Und deswegen werden die nicht in Ruhe gelassen, weil die Serie sonst zu Ende wäre. Das Drama wäre sonst zu Ende und was wäre schlimmer, dann hätten wir ja gar nichts mehr zu gucken. Und ich nehme mich da auch nicht ganz raus, weil natürlich gehe ich auch immer wieder in den Konflikt und so weiter und sag eigentlich, so in den letzten Monaten, überzeugen bringt nichts, kämpfen bringt nichts, geh in das Nicht-Kampf-Prinzip und da kann man noch irgendwelche taoistischen Weisheiten noch drunter schreiben und versenke dich in dich selbst, nicht in den Teich. Aber auf der anderen Seite, ja, es ist ein Kampf und das zu negieren, während die andere Seite aber kämpft, ja, und den Krieg haben will, Krieg jetzt erstmal nur noch metaphorisch gesehen, als Vater aller Dinge, das könnte wirklich schädlich sein. Und dann auch zu akzeptieren, ja, es ist ein Kampf, aber dann vielleicht ein spiritueller Kampf. Also wirklich einer, wo man sagen muss, wir kämpfen darum, dass wir ein glückliches Leben führen können innerhalb dieser Gesellschaft mit der Hoffnung, die aber nicht bei uns selber liegt, das zu verwirklichen, dass später eben sich andere Menschen daran ein Beispiel nehmen können. Und die Hoffnung auch fallen zu lassen, dass das jemals die ganze Gesellschaft ergreifen wird. Weil das ist das, was mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, am meisten kaputt gemacht hat. Diese Hoffnung, ne, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, sie müssen es doch mal verstehen und sie müssten doch eigentlich das Gleiche wollen. Aber vielleicht wollen sie es nicht. Das ist ja auch der Modus operandi der anderen, sozusagen die Beglückung im Modus der Vergewaltigung. Also das heißt, es gibt ein bestimmtes Lebenskonzept, das uns angetragen wird, in dem Fall ein Gesundheitsregime, das uns erlösen soll. Und ich glaube, das ist auch dann der große Unterschied. Also ich möchte zwei, drei Punkte mal für mich sortieren, ob ich das richtig verstanden habe. Also das eine ist das Kämpfen gegen etwas und auch eine Erfahrung, eine Anerkennung der eigenen Existenz und des Wertes, dadurch, dass ich mich an etwas abarbeite. Das kann ich für mich selber nachvollziehen, auch in meiner Biografie in den letzten zwei Jahren. Mir wurde alles geraubt, was sozusagen positiv mein Leben ausgemacht hat. Das war weg. Und ich hatte zumindest etwas, dass ich sagen konnte, naja, aber das sind diejenigen, die machen es falsch, an denen argumentiere ich mich jetzt irgendwie ab.
Habe dann aber auch gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn man auch weiß, wofür man eigentlich steht und wofür man kämpfen muss, und hatte dann aber so eine Beglückungsneigung zu sagen, ja, das müssen die anderen ja auch teilen. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass ich mich selber auch im Grunde sehr erschöpfe und auch den Menschen, für die ich verantwortlich bin und mit denen ich in Liebe verbunden bin, gar nicht mehr so da sein kann. Also sozusagen das, wofür ich kämpfe, kann ich selber gar nicht mehr erleben halten. Also ich erschöpfe mich eigentlich letztendlich im Abkämpfen, und das, wofür ich kämpfe, geht verloren. Mhm. Ich habe immer auch diesen Refugiumsgedanken so verstanden, dass da dann das auch wirklich sein wird. Und ich glaube, die große Zäsur, wenn du sagst, wir haben es mit zwei Weisen des Menschseins zu tun, ist es nicht nur Sicherheit versus Freiheit, das wäre sicherlich eine Achse, an der das entlangläuft, es ist sicherlich auch die Achse Funktion versus Sinn. Es sei denn, die einen sind bereit, Funktionsdefizite hinzunehmen, weil sie eine sinnerfüllte Existenz führen und weil sie wissen, dass Leben auch Dysfunktionalität bedeutet, auch Verletzlichkeit, Scheitern. Aber das kann auch Sinn bedeuten. Und die anderen, die sagen, naja, wir optimieren unsere Funktionen digital und so weiter und wissen aber nicht mal, wofür wir eigentlich funktionieren. Ja. Das wäre für mich die Analyse. Und dann eben auch der Gedanke, dass diese Funktionsmenschen bereit sind, technisch auf ihr eigenes Leben zuzugreifen und das Leben der Maschine möglicherweise favorisieren, während die anderen eher im Rahmen von dem, was Hannah Arendt Handeln nennt, also Sinntaten, das Hervorbringen des eigenen Selbst in einem kleinen Rahmen bevorzugen. Und das ist tatsächlich eine anthropologische Zäsur, das ist eine Wegscheide. Die einen gehen in die anderen und die anderen gehen in die einen. Und ich habe das Gefühl, dass das Bedürfnis der Funktionalisten, diesen Gedanken zu totalisieren, sehr viel größer ist als derjenigen, die ich jetzt als die Humanisten bezeichnen würden. Die sagen, na gut, wenn ihr wollt, entwerft euer Leben doch gerne so, aber lasst uns doch bitte in Ruhe. Und was mir wirklich deutlich geworden ist, und vielleicht kannst du auch ein paar Fäden in die Zukunft legen, wofür lohnt es sich zu leben? Was würdest du sagen, was ist für dich auch unveräußerlich außer der Freiheit und der Spiritualität? Würdest du sagen, was macht Leben lebenswert? Also erstmal Dankeschön auch für diese Unterscheidung. Immer wenn ich Matthias Burchert zuhöre, ist mein nächstes Buch schon fast geschrieben, weil es auch gerade tatsächlich sitze ich an einem Manuskript über die Ethik des Impfens, und das passt super da rein. Also ich möchte das gerne dann natürlich mit Verweis auf dich da aufnehmen, diese Unterscheidung zwischen Funktion und Sinn. Und nochmal dazu, das ist ja der Unterschied, der über die Grenzen bestimmt. Also die reine Funktionalität hat ihre Grenzen eigentlich nur in dem technisch Machbaren, und das ist eigentlich theoretisch unendlich. Es hat eigentlich dann keine Grenzen, nur eben das, was praktisch jetzt gerade möglich ist. Und da wir durch diesen technisch wissenschaftlichen Fortschritt diese Grenzen ja immer weiter ausweiten und immer wieder stürmen, ist dem Ganzen so ein blindes Leerlaufen ins Endlose sozusagen inhärent. Und das, meine ich, macht unglücklich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Man kann das vielleicht eine Zeit lang, offensichtlich eine sehr lange Zeit lang, immer weiter treiben. Das kennen wir vom Konsum. Dann kriegen wir ein Geschenk und dann war es das auch nicht. Und dann kommt das nächste Geschenk zu Weihnachten. Dass man dann auch wieder diese Umkehr hat, zu sagen, aha, es geht nicht darum, entgrenzt zu leben, sondern auch mit Ivan Illich gesprochen, die Selbstbegrenzung zu finden, die auch eine Begrenzung des technisch Möglichen ist, die sich aber an einer anderen Idee orientiert, nämlich an der Idee des Sinns oder des Menschlichen, wie auch immer. Also welche Schritte dürfen wir nicht gehen, weil wir eine Idee vom Menschen und vom Zusammenleben haben, die durch die Mittel der Selbstoptimierung und der Optimierung von allem eben torpediert werden würden. Und die Impfung, nebenbei gesagt, ist für mich ein ganz, ganz starkes und bisher auch noch nie dagewesenes Beispiel dafür. Wir haben ja viele Beispiele dafür, wie Technik in unser Leben eingreift und auch Nutzen und Nachteil generiert. Und Atomkraft ist dann das eine, Gentechnik das andere. Aber ich meine, noch nie war diese Verschränkung von einerseits einem, sagen wir mal, äußeren, fernen wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der von der Wissenschaft gemacht wird, Ingenieuren, den Politikern, der da irgendwo in irgendwelchen Laboren gemacht wird, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das, was uns tangiert im alltäglichen Leben, ganz persönlich, ganz körperlich nah, war das so eng. Natürlich, immer gibt es diese Überschneidungspunkte, aber jetzt ist es ja fast identisch, dass das eins zu eins auf uns kommt. Und da muss sich der Mensch jetzt, jeder Einzelne, entscheiden. Bin ich derjenige, der diesen blinden Optimierungswahn, der
ja, dem, diesem System inhärent ist, mitmacht? Oder sage ich da für mich selber auch, nein, hier ist die Grenze. Einmal gesellschaftlich, wir dürfen niemandem erlauben, dass die Menschen nur noch Menschen erster Klasse, zweiter Klasse sind, je nach Status, ne, Impfstatus und so weiter. Und dann eben auch persönlich, welche Opfer bin ich bereit, dafür einzugehen. Und das ist nun mal auch wirklich das, was ich prophezeie das jetzt schon mal, in den nächsten 20, 50, 100 Jahren auf unsere Zeit zurückprojiziert wird. Da konnten und mussten sich Menschen ganz alltäglich und jeder Mensch entscheiden. Und die Opfer waren sehr, sehr deutlich, stand ja überall in den Verordnungen, du darfst nicht mehr das und das. Und da kann man es wirklich sehr, sehr plakativ machen für alle. Interessante Zeiten. Kleine Bemerkung, bevor Sven dran ist. Ich mag die Differenz zwischen Opfer sein, das will im Moment jeder, weil man damit im gesellschaftlichen Diskurs Aufmerksamkeit erringt, und Opfer bringen. Richtig. Ich glaube, dieses Opfer bringen, das ist das Thema. Aber Sven? Nein, ich höre aufmerksam zu. Ihr kennt mich ja auch schon ein paar Tage länger als den Mitschwurbler. Aber ja, es ist läuft ja immer das Gleiche hinaus, was wir als Endspiel dann bezeichnen. Und Gunnar, wir sprachen ja auch mal drüber. Es steht immer wieder die Frage im Raum, wie weit uns, also, ach mein Gott, besinnt euch auf eure Menschlichkeit und vergesst alles andere. Ich glaube, wir kennen diesen Satz von Einstein und Russell. Das ist die Frage, die sich jeden Tag stellt. Im Rückblick wird es so sein, wie du sagst. Also wenn man in 10, 20, 50 Jahren also aus irgendwie einer Restmaschine drauf guckt auf diese Zeit, sagt man, ja, da hat sich das entschieden. Und wir stehen ja erst am Anfang dieses Endspiels. Also wenn wir uns ja nichts vormachen, wir sind jetzt reingeraten mit diesem Testlauf Pandemie. Also wie weit können wir gehen und wo stehen die Menschen auf? Also wo sagen sie jetzt, nee, aber das ist, du tust da gerade meinem Kind, meiner Oma, meinem Bruder weh oder auch den ich gar nicht sehe, den Bruder. Und da bin ich jetzt, bestehe ich auf Menschlichkeit. Das scheint ja nicht stattzufinden. Das ist das, was mich am meisten erschüttert, also in dieser am meisten überrascht, wie widerstandslos, also wie gering der Widerstand eigentlich ist gegen diese Invasion. Also dieses, das wird jetzt, was du gerade beschrieben hast, als die Wissenschaft, die ja auch nicht hinterfragt werden darf, was für eine komische Wissenschaft, weil Wissenschaft immer hinterfragt werden muss, bestimmt jetzt in meinem Haus, da kommt einer rein mit einer Spritze und sagt, das mache ich jetzt, und keiner protestiert so richtig. Aber wenn die Metastudie von der Johns Hopkins Universität jetzt zutage fördert, was Schwurbler schon gewusst haben, dass die Lockdowns keine Menschenleben gerettet haben, dann ist das irgendwie nicht mehr so ganz richtig Wissenschaft. Das darf dann nicht bestimmen. Also nein, aber komm, das politisch hatten wir doch von Anfang an. Also politisch auch, instrumentalisiert, ja. Ja, also von wir gelesen von Anfang an auch Ioannidis und so, ne, diese ganzen Hinweise. Ja. Dass man sagt, selbst wenn die Hopkins und selbst wenn Drosten jetzt käme und sagt, wir können aufhören, würden die Leute ja nicht aufhören. Also das ist ein Grund mehr, sich ans Seeufer zu setzen und mal so ein paar Steine flitschen zu lassen und sagen, okay, dann macht das mal unter euch aus. Das ist ja auch der spannende Teil für uns. Das verbindet uns drei, glaube ich, auch, dass man jetzt nach diesen anderthalb Jahren mal sagen muss, okay, wir haben ja Pflaster für euch. Also ich würde es dann auch gerne mal loslassen an der Stelle. Matthias und ich machen es ja hoffentlich auch gelegentlich am Wochenende, dass man nicht verächtlich, sondern amüsiert davor steht und die heiteren Aspekte dieser Krise irgendwie beleuchtet und sagt, das ist ja einfach aus dem Weltall betrachtet eine wunderbare Comedy, die hier aufführt. Das ist nicht Ozark, das ist eher Al Bundy. Und ja, macht mal so weiter. Wir kommen euch helfen mit Pflastern, aber wir wollen nicht uns zwischen euch und die Wand stellen, auf die ihr gerade zufahrt. Ja. Ich muss, also ich würde das Ganze noch doch dann etwas drastischer sehen, auch nochmal mit Verweis auf Aldous Huxley. Also wenn du sagst, wir sind am Anfang des Endspiels und das Endspiel geht in eine schöne neue Welt, auch wenn das ist vielleicht, das ist natürlich eine literarische
Fantasie, aber die gerade eben diese Impfung, alles aber auch, was Biotechnologie, also Humanbiotechnologie betrifft, die jetzt gerade dann so dadurch gepusht wird, das ist ja eben so eine Anschubfinanzierung, könnte man sagen, oder auch eine Implementierung in das Bewusstsein der Menschen, in den Alltag der Menschen, in die Gesetze, in die juristischen Diskurse. Das kann, ich sage es jetzt mal wirklich dystopisch, das wird dazu führen, dass wir eine Zweiteilung der Menschen haben, also anthropologische Zäsur, wie Matthias sagt, im Sinne von Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Ja. Und das sieht man ja jetzt schon. Wir haben in der Philosophie, in der Anthropologie spricht man ja von der Sonderstellung des Menschen. Ja, der unterscheidet sich eben vom Tier. Aber die Sonderstellung der Geimpften oder des geimpften Wesens ist dann auch nochmal was man vielleicht in 50 oder 100 Jahren diskutieren werden muss. Ja, das sind human-enhanced Lebewesen, die sind biotechnologisch verbessert und so weiter. Und wann fing das alles an? Ja, wenn es dann eben Historiker gibt, ja, fing genau in dieser Zeit an. Und da bin ich auch eher bei Huxley, der sagt, uns wird vielleicht ein Eiland übrig bleiben, dass niemand wird uns fragen, hey, wie habt ihr das gemacht? Warum seid ihr so gut drauf? Oder warum verzichtet ihr auf die Segnungen von Wissenschaft und Fortschritt? Sondern die machen das so, und es ist ja auch in Ordnung, wenn sie das so machen, wenn sie uns in Ruhe lassen würden, aber sie werden uns nicht in Ruhe lassen. Das ist halt die Sache, weil ich nochmal, das ist eben nicht ganz deutlich geworden, am Schluss meines Buches eben schreibe gegen den Kult, Refugium, sich rausziehen und so weiter, und mir jetzt eben kommt, sie wollen den Konflikt, der Krieg ist der Vater aller Dinge, die wollen uns nicht, und die brauchen uns auf eine ganz perverse Art und Weise. Du erinnerst dich vielleicht, dass also Matthias und ich sprechen öfter drüber, aber dass ich den Vergleich ja eingestellt habe mit einem Paar und dass beim Paartherapeuten der eine will dem anderen ja immer auf die Fresse hauen. Also Susi möchte eigentlich ausziehen und es wäre auch das Beste. Deswegen ist ja diese Forderung, Matthias, oder meine Idee, gibt uns Schleswig-Holstein, gibt uns ein Reservat. Es ist ja, gibt uns da einfach mal eine Chance, die Tür zuzumachen vor euch und zu sagen, wir verzichten auf eure Welt. Und das funktioniert eben nicht, wie du sagst, Gunnar. Also es gibt offensichtlich keinen Exit. Das darf es nicht. Und kein Ghetto und keine, das ist schlimmer als zu allen anderen aparten Zeiten. Also dass man sagt, nee, wir geben euch nicht mal diese Möglichkeit. Wir können nicht was mal. Was sich ja anbahnt, ist vielleicht auch sowas fast wie eine genetische Segregation, dass es auch eine Tendenz gibt, so wie die Galapagos-Inseln ja sozusagen eine Nische in der Evolutionsgeschichte aufgemacht haben, weil sie abgeschnitten waren von der Außenwelt. Kann es ja sein, dass auch tatsächlich sich nur Ungeimpfte auch mit Ungeimpften zukünftig fortpflanzen werden, und auch das ist eine erschütternde Wegscheide, die sich da abzeichnet. Das kann man ja gewissermaßen humorvoll betrachten, aber auch irgendwie ganz erschreckend realistisch. Ich würde gerne dich fragen, gerade weil du auch angesprochen hast, sowas wie die Spiritualität und auch die Frage nach der Krankheit, die uns zurückwirft auf das Leben. Gibt es sowas wie eine Würde der Schwäche, eine Würde der Verletzlichkeit? Unbedingt. Worin könnte die bestehen? Also was sozusagen, wir können ja nicht anbieten Glück, Erfüllung, Erfolg und Sonstiges, sondern was wir anbieten können, ist ja eine Wirklichkeit, nach der viele Menschen Heimweh verspüren, weil sie Sinn erfüllt ist, aber es ist eben auch der Weg in den Schmerz, den wir anbieten können. Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt den Begriff Menschenwürde sich anguckt und dann jetzt so philosophisch herleitet, dann kann man immer sagen, weil der Mensch eben diese Sonderstellung hat, weil der Mensch ein autonomes Wesen ist, weil der Mensch über Vernunft verfügt, weil er ein moralisches Wesen ist, so mit Kant und so weiter. Man kann aber auch mit der Mitleidsethik argumentieren oder das davon herleiten. Würde ist ja nur ein sinnvoller Begriff, weil der Mensch schwach ist. Deswegen muss er geschützt werden und muss eben durch so ein gedankliches Konstrukt geschützt werden, als Hilfsmittel zu sagen, die Würde ist die andere Seite des Mitgefühls oder des Mitleids, die aus der Einsicht entsteht, dass wir schwache Wesen sind. Und der Zug dahin, den Menschen immer mehr zu verbessern, körperlich, aber auch geistig, mit
Psychopillen und so gibt es ja die verschiedensten Sachen, transhumanistisch, posthumanistisch, der soll ja eben die Schwäche, die Endlichkeit und auch die, das Eingeständnis, dass also ja, die Imperfektion eigentlich überwinden und überwindet dann damit natürlich auch die Notwendigkeit eines Begriffes von Würde. Und das muss man wirklich zusammen sehen. Deswegen, ja, also guter Einwurf, dass wir, also meines Erachtens ist diese Würde ein Teil dessen, was das, ich bin heute sehr spirituell drauf, ihr merkt das, was unser ganzes Leben bewegt, nämlich Mitgefühl. So, Mitgefühl, andere nennen es Liebe, und die sich dann irgendwie in eine Tat umsetzen möchte. Wenn das aber wegfällt, dann haben wir nur noch die Tat und den Willen und die sind dann blind, um es so auszudrücken. Aber das heißt, ganz kurz mal als Randgedanken, also wir brauchen gar kein, Entschuldigung, wir brauchen gar kein Mitgefühl, wenn wir alle perfekt sind, richtig? Also ja. Würde man doch dann abschaffen können. Also dieses ganze Konzept von Würde und Mitgefühl wäre doch erledigt, wenn wir gar keine Imperfektionen mehr haben. Man kann es dann kaufen als Event. Das ist so eine Art Zusatzleistung, die man buchen kann, wenn man mal im Bereich der emotionalen Unterernährung unterwegs ist. Dann Nein, das ist nur, was Gunnar gerade sagt, ist für mich ein neuer Gedanke aus diesem ganzen transhumanistischen Optimierungszirkus, dass man sagt, was eigentlich am Ende dann auch steht, ist nicht nur die Überwindung des Lebens an sich, was ja auch was sehr Menschliches ist. Wir wollen ja dann irgendwann unsterblich werden mit der besten mRNA-Impfung aller Zeiten. Ich will über die Folgen gar nicht nachdenken. Aber dass man auch, wenn man den Menschen wegoptimiert, tatsächlich verzichten kann auf alle Konzepte von Würde und Mitgefühl. Ja. Und man sagt, ja, wozu? Also wozu soll ich denn, sind wir alle perfekt? Vielleicht ein Beispiel dafür, weil du auch eben die Paartherapie angesprochen hast. Es gibt ja dieses schöne Beispiel, vielleicht kennt ihr das, ein Mann und eine Frau, die diskutieren, also die sprechen miteinander, die Frau sitzt auf dem Sofa und sagt, ich habe so Kopfschmerzen, es schmerzt so sehr. Und der Mann guckt sie an und sieht, sie hat einen riesigen Nagel im Kopf. Und sagt er, ja, du hast da einen Nagel, ich zieh dir den mal raus. Und dann klagt die Frau ihn an, bist du verrückt? Es geht mir nicht darum, dass du das löst, sondern du sollst Mitgefühl. Ich möchte jetzt hier mein Gefühl ausdrücken und du sollst mir zuhören. Ja. Und das ist natürlich auf so eine bestimmte witzige, übertriebene Weise einmal das Geschlechterverhältnis ganz gut dargestellt. Was aber eben auch zeigt, dieses rein männliche, optimierende und nur auf die Lösung gehen, würde eben auch das Mitgefühl selber als obsolet darstellen. Warum soll ich denn zuhören? Warum soll ich in dieser Situation Mitgefühl haben mit deiner Schwäche, mit der Imperfektion des Menschen, wenn ich es doch lösen kann? Also ziehe ich einfach den Nagel raus oder tu die Spritze rein. Da brauche ich kein Mitgefühl mehr. Und meines Erachtens ist Mitgefühl in den kleinen Dingen ja ein Zeichen dafür, dass wir anerkennen, dass wir selber und der andere eben metaphysisch einfach imperfekt ist, also dass er endlich ist, dass er Angst hat vor dem Tod und dass er allein ist. Und das üben wir ein, indem wir Mitgefühl zeigen, wenn sich jemand irgendwo verletzt hat oder wenn es jemandem gerade in einer bestimmten Situation nicht gut geht. Und das ist aber eine Art und Weise, wirklich diese metaphysische Schwäche auch sich einzugestehen als etwas, was uns ausmacht als Menschen. Das Lösen ist im Funktionsparadigma natürlich das Vorherrschende. Ich glaube, Morozov hat das als Solutionismus beschrieben, also als der Gedanke, dass alles zu einem lösbaren Problem umdefiniert werden muss und entsprechend sind dann eben auch, ist Bildung Problemlösekompetenz. Nicht mehr Sinnbeheimatung, sondern Problemlösekompetenz. Politik ist eben auch entsprechend so aufgestellt, allerdings nur in ihrer Legitimation, ansonsten ist sie im hohen Maße dysfunktional und produziert Probleme, mal so ganz nebenbei. Aber wo eben niemand hinkommt, ist ja tatsächlich dann die Frage, um Willen, welchen Sinns möchten wir das machen? Und das ist sozusagen auch nochmal eine Verstärkung dieser Differenz, oder? Und da sagst du auch ganz richtig, sie produziert Probleme. Das ist ja, da kommt das, die Dialektik dann zum Tragen, dass wenn man nur einen Solutionismus hat als sozusagen letztes Sinnangebot, dann muss man natürlich Probleme auch teilweise selbst produzieren, um sie lösen zu können. Mhm.
Und das führt dann eben auch zu einer Kategorienvermischung, glaube ich, dass die Lebensbereiche des Menschen, da wo er wissenschaftlich unterwegs ist, da wo er politisch unterwegs ist, da wo er kulturell unterwegs ist, das sind eigentlich normalerweise ganz andere Handlungsbereiche, die eine eigene Sinngestalt, eigene Zielgrößen haben. Mhm. Die werden plötzlich komplett nivelliert im Rahmen dieses technischen Denkens und sowas wie die Schwäche des Menschen, die Rätselhaftigkeit unserer Existenz, die eben nicht in dem Sinne lösbare Aufgabe, sondern existenzielle Aufgegebenheit, haben wir das in der Philosophie genannt, also etwas, was sozusagen mit meiner Existenz beantwortet werden muss, aber nicht aus der Welt gebracht werden kann, weil ich das Problem darstelle, um das es letztendlich geht, komplett erschüttert. Und ja, das untermauert natürlich dieses Bedürfnis nach Geschlossenheiten. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn du sprichst von Spiritualität und kritisierst den Kult, dann geht es tatsächlich genau, glaube ich, um den Unterschied, dass der Kult sozusagen das im Rahmen des Solutionismus behandelt und sozusagen eine politische Uniformierung nach sich zieht. Während du, was du Spiritualität nennst, das würde mich interessieren, wo du den Unterschied zur Religion siehst oder ob das vielleicht sogar dasselbe ist. Vielleicht. Da bin ich begrifflich gar nicht so trennscharf vorgegangen auch. Mhm. Ist vielleicht auch ein Manko meines Buches, aber da kann man sehr viel, glaube ich, zu sagen. Für mich ist der Unterschied zwischen dem Kult, den wir jetzt am Werk sehen, und einer spirituellen Ebene, das Fehlen dieser spirituellen Ebene beim Kult, dass es eben ein rein materialistischer Kult ist, der sich seinen Überbau suchen muss. Und der es aber im Äußeren sucht, zum Beispiel eben im Tragen von Masken, im Verhalten sucht und darüber verrät, welch Geisteskind der ist und welche Ideologie dahinter ist. Und das ist eine materialistische Ideologie, die, da gibt es ein Kapitel dann drüber, man sehr weit verfolgen kann in der Geschichte. Jochen Kirchhoff zum Beispiel und Roland Ropers und andere, Claudia von Werloff, die haben darüber auch sehr viel geschrieben, wie unser wissenschaftliches Weltbild mindestens seit 500 Jahren eben durch diesen Dualismus oder 400 Jahren Dualismus geprägt ist, der die Innenseite des Menschen eben begonnen hat zu negieren und abzuschaffen, also und damit eigentlich das Menschliche abzuschaffen, das Subjektive abzuschaffen, dass man nämlich alles messen kann, dass man den Menschen reduzieren kann oder dass das menschliche Gefühl reduzieren kann, Liebe kann man reduzieren, Freiheit gibt es nicht, Willensfreiheit ist nicht vorhanden, ist alles determiniert. Dann fällt natürlich die eigentliche Dimension des Menschlichen weg und den sehen wir in diesem materialistischen Kult auch am Werk, in dem es eben nur darum geht, die Menschen zu behandeln als Objekte, nicht in ihrem eigenen Wert und ihrer Würde. Für mich wäre das Außen, wenn ich gerade diesen Bogen zur Religion noch kurz herstellen darf, also sozusagen die Negierung des Innen, aber auch die Negierung des Außens, dass dieser materialistischen Immanenz sozusagen nochmal ein Fragezeichen einschreibt. Und das Verhältnis dazu wäre für mich Religion. Ja. Ja, ich würde jetzt nochmal, ich will nur eine Frage dazwischen werfen, die mir gerade durch den Kopf geht, nochmal wieder. Also immer das sehr, sehr schlicht gefragt. Was ich mich frage, ist, gut, das ist ein Angriff für mich auf die Menschlichkeit an sich oder so eine Endphase, was ihr beschreibt. Also dieses endet ja jetzt damit, aber in einer sehr sichtbaren Form. Also dass man sagt, das Menschliche, was ich sehen kann, das wird jetzt auch abgeschafft. Und das war für mich von Anfang an faszinierend in dieser sogenannten Pandemie, dass man sich, nehme euch die Dinge, die Maschinen nicht können, die sie nicht beherrschen, also Mimik und Tonfälle und ich mache auch noch Tränen verdächtig, war ja am Anfang auch so, also weinen kann man sich anstecken und sowas, also erst recht verbiete ich euch, dass irgendwie ihr nah beisammen seid, also die Berührung und dann gemeinsam ein Lied zu singen, weil das ist alles einfach nur noch tödlich. Und dass man, ich wundere mich nur, dass die Menschen sich selbst so wenig bedeuten, also dass ihnen das Menschliche so wenig bedeutet. Dass man sagt, so kann ich auch gut mal 1, 2, 3 oder 10 Jahre oder ganz verzichten, mich in eine Plastiktüte einschließen zu Hause mit Zoom und werde dann wahrscheinlich 4 Jahre älter oder 4 Minuten älter, wahrscheinlich, wenn es realistisch betrachtet wird. Aber warum bedeutet uns dieses Menschliche so wenig? Ich meine, weil wir das verstecken können hinter einem
es bedeutet uns sehr viel. Also dieses eigentlich sehr bequeme, wie ich finde, dieses also in bestimmten Milieus sich zurückziehen und dann mit Netflix und Pizza Express, ne, was dann lange Zeit auch so war, kann sich solidarisch nennen und kann sagen, also eigentlich ist es mir sogar lieber. Menschen sind mir eh nicht so recht. Ja. Nähe und Berührung mochte ich eh nicht so. Und ich vermisse da gar nicht viel. Und jetzt kann ich das auch noch überhöhen, moralisch, als Empathie und Solidarität. Es gibt einen sehr interessanten Text, sorry, wenn ich auf deine sehr ehrliche und einfache Frage jetzt wieder in diese schwurblerischen Höhen oder Tiefen absteige, von Helmut Plessner, der heißt Menschenverachtung. Und der bezieht das genau auf diesen Prozess, den wir jetzt eben hier dargestellt haben, wie das wissenschaftlich-technische Weltbild es uns sozusagen unabdingbar macht, dass wir den Menschen selber hassen lernen, also ganz im Alltag auch, weil der Mensch ja auch so ein imperfektes Wesen ist, und das sehen wir jetzt auch noch, wenn wir ihm die Utopie und die Auswüchse eben dieses technischen Fortschritts entgegenstellen, was eben die Geimpften alles können könnten oder können sollten, ja, wogegen die alle immun sein sollten. Es gibt ja von der BBC einen sehr schönen Artikel, der heißt Could mRNA Make Us Superhuman? Mhm. Also das ist sehr, sehr verräterisch, und diese Bewegung gibt es natürlich auch. Und dann blicken wir, wie Nietzsche sagt, auf den Menschen zurück, wie der frühere Mensch auf den Affen zurückgeblickt hat oder blickt, nämlich mit Scham und Lachen. Und vielleicht liegt das so ein bisschen darin, dass wir so, der Mensch ist eigentlich so. Du meinst die kommende Generation? Auch das Natürliche, ja, das Natürliche. Da ist es vielleicht auch noch eine Ebene, die man irgendwann mal ansprechen kann, weil wir auch ja Angst vor der Natur haben und so sehr von ihr abgeschirmt sind, dass wir allergische Reaktionen auch metaphorisch gesehen entwickeln dagegen. Und wenn jetzt irgendwie wieder was Natürliches kommt und dann auch noch sowas wie ein Virus, dann wollen wir uns abschirmen dagegen und entwickeln so eine Hypersensibilität. Ich will auf den Plessner nochmal eingehen, der ist sehr schön, den werde ich mir gleich, also es ist in Reichweite, das Buch, aber also ich habe es noch nicht gelesen. Damit es nicht nach Wissenschaftsfeindlichkeit klingt, es geht glaube ich nicht darum, dass das Wissenschaftsmodell selber das Problem ist, sondern als Erkenntnisform ist es großartig, aber als Lebensform ist es unproblematisch. Ich habe in den Denktagebüchern von Hannah Arendt was sehr Schönes gefunden, wo sie einen Zusammenhang stellt zwischen der Ausstreuung des wissenschaftlichen Motivs in dem politischen Raum als Strategie des Totalitarismus. Und den Zusammenhang habe ich erst gar nicht gesehen. Ich fand es aber sehr, sehr interessant, weil der Totalitarismus besteht ja auf der Isolation der Menschen und der Gleichförmigkeit ihrer Art und Weise, mit den Dingen umzugehen. Und das bedeutet immer auch einen Verlust der gemeinsamen Welt, weil sozusagen die immer als Verschränkung von Verschiedenheit und Gemeinsamkeit das Individuum mit der Gemeinschaft in Verbindung bringt, und es entsteht eine Masse. Und warum ist Wissenschaft etwas Vermassendes? Das habe ich gar nicht verstanden. Und sie sagt, weil es das bedeutet, dass sich eigentlich jeder an die Stelle des anderen treten muss. Das Forschungssubjekt, das im Labor steht und Ergebnisse anstrebt, ist im Grunde, hat kein Geschlecht, hat kein Lebensalter, hat keine Zahnschmerzen, hat keine religiösen Überzeugungen, sondern hat sozusagen ist ein reines Destillat einer Funktionseinheit des Menschen, die sozusagen Erkenntnisfunktionen vollzieht. Und dann muss jeder an die Stelle des anderen treten können. Und das ist für Erkenntnis was ganz Tolles. Nur im Leben muss ja nicht jeder an die Stelle des anderen treten, weil dann braucht man eigentlich nur einen und alle sehen gleich aus, sondern jeder ist unvertretbar er selbst. Und das findet der Totalitarismus schrecklich, und deshalb greift er zu diesen wissenschaftlichen Modellen. Das ist ja das Interessante, dass ja gerade die Irrationalität der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts sich auf Wissenschaftlichkeit bezogen haben. Also die Prognose einer bestimmten Blutsentwicklung auf der Rassentheorie oder einer bestimmten historischen Entwicklung im Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse der Menschen haben ja eine Grundlage geschaffen, die eigentlich die persönliche Differenz völlig ausgeräumt hat. Und deshalb, damit jetzt niemand, der das jetzt hört, denkt, die sind gegen Wissenschaft, weil wir möchten ja gerade, dass die Wissenschaft wissenschaftlicher ist und nicht ideologisch, aber wir sind gegen eine Übersetzung der Ideologie aus den Quellen der Wissenschaft heraus. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Unterschied. Genau, und auch mit dem Eingeständnis dessen, dass immer noch etwas übrig bleibt. Also wir können Wissenschaft für diese tollen Dinge benutzen, aber es bleibt etwas da, auch im politischen Raum, das nicht erkennbar, messbar, behandelbar ist und umsetzbar direkt in politisches Handeln. Also es ist eben eine
als Autorität wird es hergezogen oder instrumentalisiert, aber das Eingeständnis dessen, dass eben da Menschen handeln, im arischen Sinne handeln in der Politik, das heißt, dass sie ihre eigenen Interessen, die nicht eben wissenschaftlich reduzierbar sind auf bloße biochemische Abläufe oder was auch immer oder bloß die bloße Funktion. Und noch ein Zusatz vielleicht, der anschließt an das, was Sven auch ganz am Anfang gesagt hat, was tun wir denn eigentlich? Bei Hannah Arendt, ja, geht es ja darum, dass diese Isolation, die Grunderfahrung, die Einsamkeit, die Desorientierung, die Grunderfahrung des modernen Menschen im 20. Jahrhundert ist, die dazu geführt hat, dass eben der Totalitarismus auf so fruchtbaren Boden fallen konnte, als Angebot, jetzt wieder Bindung herzustellen, eine gemeinsame Welt herzustellen. Und was wird auch geschädigt oder andersrum, was stellt gemeinsame Welt her? Die Sprache oder das Sprechende, Mensch als sprechendes Lebewesen. Und das ist ja etwas, was wir tun können. Sprechen ist ja Handeln und was wir ja auch tun. Und wenn man uns oft so vorwirft, schwurbeln und es ist ja alles, das lese ich oft in den Kommentaren. Ja, es ist ja alles gesagt, ich habe es heute auch schon gesagt, wir müssen jetzt handeln. Und tatsächlich ist unser Sprechen Handeln, unser Nachdenken ist Handeln und es ist eine sehr hohe Form auch des menschlichen Handels. Und das tun wir hier. Wir stellen Gemeinschaft her dadurch. Und das ist das Gegenmittel gegen den Totalitarismus. Ich muss eine Frage zwischendurch dir mal stellen, Gunnar. Weil also ich habe beim Kultlesen so gedacht, die vorherigen Kulte, also ich kenne zwar nicht alle, aber haben ja doch teilweise ganz originelle Stories. Da sind wir bei Matthias und meinem Lieblingsthema mit den Erzählungen, ob wir sowas brauchen oder nicht. Aber ich finde, also korrigiere mich, dass dieser Kult eigentlich ein ziemlich armseliger ist, weil naja, mir fehlt einfach das große Versprechen. Also wo man sagt, dass die Kulte und die ganzen Erzählungen, die wir vorhatte von Nationen, an denen die anderen dann genesen, wir müssen mal ein bisschen Krieg führen, oder von Göttern, die uns von ewigem Leben. Also in diesem Kult ist mir wenig versprochen, oder sehe ich da was, verpasse ich was? Ich armselig. Zu den, ja, bitte. Doch, ich würde das unterschreiben. Armselig ist auch genau das richtige Wort dafür, aber ich glaube, verspricht schon sehr viel, wenn nicht alles. Ne? Im Endeffekt die Ausrottung von Krankheit und die Abschaffung der Angst und die Optimierung, vielleicht sogar die Unsterblichkeit im letzten Sinn durch Wissenschaft und auch die letztendliche Klärung von all euren Konflikten dadurch, dass wir endlich der Wissenschaft zuhören. Wir kommen aus dem Reich der Fakten, sagt Harald Lesch. Ja. Achso, das verspricht es tatsächlich. Verspricht das dieser Kult? Also mir auch als unbedeutendem kleinen Licht, also dass ich dann ewig lebe? Natürlich nicht. Also, okay, naja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr weit dann. Aber die Trajectory, wie sagt man auf Deutsch, die Richtung geht in diese Richtung, eben der Verbesserung deiner Lebensumstände. Ne? Und selbst wir, die wir eigentlich hier in der ersten Welt, wenn man noch so sagt, sagen müssten, was soll da noch zu verbessern sein, kennen ja aber keinen weiteren Sinn dahinter. Und jetzt wird noch was angeschaut. Ach so, ja doch, Krankheit gibt es ja immer noch. Und der andere Diskriminierung gibt es auch noch. Ja, die haben wir ja quasi abgeschafft durch Hyperdiskriminierung. Also ich würde sagen, ja, es ist auf der einen Seite armselig, es verspricht auf der anderen Seite sehr viel, aber seine Armseligkeit ist leider gegründet in einer absoluten Notwendigkeit, wie man sozusagen vorgehen muss in unserer postmodernen Zeit. Man kann nicht mehr mit einem Führer kommen, man kann nicht mit Hymnen kommen, mit Fahnen, mit Uniformen, man kann auch nicht mit einer großen, sehr plakativen, in Manifesten und Parteiprogrammen dargelegten Idee kommen, weil das eben angreifbar macht, ne? Und das macht, man kann es lächerlich machen. Und wie versuchen wir und einige, jemanden wie Lauterbach, den lächerlich zu machen, das ist, also ne, wir versuchen das auch mit Humor und Satire und die da oben lächerlich machen, ja, was die Aufgabe auch ist von Künstlern sein sollte. Aber es ist ja einfacher, einen Hitler lächerlich zu machen als einen Lauterbach. Aus verschiedenen Gründen, weil er eben in diesem Pathos so ist. Und das Pathos ist das, was fehlt.
teilweise. Dann finden wir natürlich diese großartigen Zitate eines Winfried Kretschmann, der die Impfung ist der Moses, der uns aus der Pandemie herausführt. Halleluja. Also das Pathos versteckt sich nicht immer ganz so geschickt, wie es das eigentlich müsste. Ja, okay. Also ich verstehe jetzt langsam, dass da noch einiges zu holen ist bei dem Kult. Das hatte ich dann vielleicht überlesen. Wir sind wieder an diesem Kern der Erzählungen und ich habe ja immer noch die ganz leise Hoffnung, dass wir daran noch etwas schrauben können. Vielleicht auch nicht wir drei, aber dass man sagt, das ist eigentlich für mich nicht viel versprochen. Es sind auch gewisse Widersprüche drin bei dieser ganzen Optimierung hin zum, die Krankheit wird abgeschafft und dann ist ja Matthias, du schüttelst den Kopf, aber ich sage, das ist ein Widerspruch für mich, wenn man sagt, wir wollen ja die Welt ein bisschen weniger bewohnt machen, aber alle viel älter werden, dann fällt mir zumindest auf, dass ich wahrscheinlich gar nicht gemeint bin, also zumindest als jemand, der davon profitieren soll, von dieser Erzählung, sondern eher doch unter die Kollateralschäden falle. Und das sollte vielleicht auch anderen auffallen, mehr sage ich ja gar nicht. Ist denn diese Erzählung wirklich für euch alle so gemeint, dass das gelobte Land am Ende steht oder bleiben dann vielleicht nicht so viele übrig? Vielleicht für ja, da müsstest du jetzt halt mal Opfer bringen. Ne? Und, ja, ja, ich bin gerne bereit. Das schönste Heilsversprechen ist ja das, was man selber eben, dass man selber als Märtyrer sich daran beteiligt hat, aber dass es für eine bessere Welt später ist. Und dann gucken wir auf die Versprechungen für 2030 oder noch später, Great Reset, nachhaltig, grün, sozial inklusiv und so weiter, sozial gerecht. Das sind schon große Versprechungen. Aber nicht für uns. Ich glaube wirklich, dass Sven, du gehörst nicht zur Zielgruppe. Ja, das ich habe auch das Gefühl. Leider, das also ist ich fühle mich zwar nicht im Resonanzghetto dieser Erzählung, weil du auf sowas Lästiges wie Widerspruchsfreiheit Wert legst oder. Ja, das ist auch nicht kaum auszuhalten. Ja, oder auch irgendwie noch so einen Geschmack für die Qualität von Versprechungen hast. Also mir scheint das gewissermaßen so der letzte Aufguss zu sein und deshalb ist es auch so schwer, eine Trennschärfe hinzukriegen, weil die ja aufklärerische, fortschrittliche und humanistische Narrative bemühen und sie aber gewissermaßen zum Treibstoff für die Anti-Aufklärung des Antihumanismus und des Verfalls machen. Also ich meine, es geht doch letztendlich darum, diese ganzen Werte nochmal herbeizubeschwören und letztendlich zur Erfüllung zu bringen. Nur wir sind jetzt in den mikrobischen Bereich gekommen. Das gilt also für die Mikroempfindlichkeiten der Generation Schneeflocke und es gilt eben für die Mikrobereiche des Medizinischen. Also die Leute sind alle satt, aber sie passen jetzt auf, dass keine feinstofflichen Kontaminationen in ihren Nahrungsmitteln mehr sind oder entfernen jeden Anschein von Schuld ihrer Existenz auf dem Wege ihrer Ernährung. Also da mag ich auch den Wellbeck, der den Zusammenhang von Asexualität und Veganismus nochmal sichtbar gemacht hat, finde ich auch sehr schön. Also da gibt es so viel bionegative Tendenzen, die aber dann eigentlich als humanistisches verkauft werden, ohne dass es sichtbar würde, dass wir gewissermaßen enteignet sind, das als inhuman zu bezeichnen. Ich glaube auch, dass unsere Kritik des Unmenschlichen im Funktionsparadigma gar nicht nachvollzogen werden würde von den anderen, weil die sagen, wir möchten doch die Menschlichkeit realisieren, indem wir den Übermenschen jetzt schaffen. Das ist möglicherweise auch sozusagen die Kommunikationsbrücke, die wir erst wieder herstellen müssen, damit wir die Kategorien klären können. Oh Gott, das vergeht mir auch so mit Matthias. Das steht dann genauso. Und dann sagt man einfach, das gibt es ja so ein ganz sanftes Ausblenden. Soll noch jemand Tschüss sagen? Oder können wir das noch ergänzen? Ja, das finde ich auch. Das ist das Entscheidende bei diesem Treffen. Es gehört zum guten Ritual, dass wir nicht schließen mit einer deprimierenden Diagnose, sondern dass wir auch tatsächlich noch irgendwas anbieten. Ich habe jetzt die Frage, gibt es etwas, worauf wir uns freuen können? Also, weil das ist ganz existenziell. Also das ist wirklich für mich, ich habe jetzt gerade, das Semester ist ausgelaufen und normalerweise war das immer ein Moment der Befriedigung, weil ich gedacht habe, ich habe was geschafft und jetzt wende ich mich etwas zu. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich mich noch an etwas freuen kann, wie einen guten Tee, einen Sonnenschein oder morgens schmerzfrei aufzuwachen, aber dass es wenig ist, worauf ich mich freue. Habt ihr da was? Fußball-WM?
In Katar. Nicht schlecht. Gut. Das ist etwas Negatives, aber die Aseptisierung auch des Fußballs würde auch in diese Welbeck'sche Diagnose reinfallen, finde ich. Also mir hat das früher mehr Spaß gemacht. Aber es war irgendwie echter. Ja, oder? Ja. Es ist jetzt nur so künstliche Veranstaltung. Aber oder diese Olympiade, ne? Die ist ja gar kein Sportereignis, sondern wird ja zum Forum für Menschenrechtsproklamationen, Umweltdebatten und was gibt's da noch? Ja, also das ist traurig, dass uns nichts einfällt, Sven, du weißt was. WM in Katar und auf die nächsten Sommerspiele oder wann sind die? Nee, ich wollte irgendwie Pathos bemühen, dass ich mich jeden Morgen freue, wenn ich lebend aufwache. Also das ist irgendwie schon, das kann ich jetzt ja gar nicht mehr machen, nachdem Gunnar sich auf die WM freut. Nein, ich hätte mich früher darauf gefreut. Das ist es so. Aber vielleicht, wenn ich noch was, worauf ich mich freue, sehr, sehr eigensinniges und egozentrisches, ist auf den Erfolg meines Buches und auf mein nächstes Buch und auf mein übernächstes Buch, was alles schon so geplant ist und auch schon mit Verlagen abgesprochen ist. Ich freue mich deswegen darauf, weil es mir selber natürlich auch wieder einen Sinn gibt im Leben, was mir so eine Richtung gibt, mich motiviert, aber auch, weil ich Erfolg sage, ich das Gefühl habe, ja, die Menschen lesen noch, zumindest kaufen sie Bücher und das sind die Menschen, mit denen ich im Moment zu tun haben möchte. Nicht nur die, die nur mein Buch gelesen haben, sondern überhaupt die Menschen, die lesen. Aber wenn man so sieht, die Bestsellerlisten, ja, da ist ein Sven Böttcher drauf, da ist ein Tom Lausen und Walter van Rossum drauf und Gott bewahre, aber vielleicht auch mein Gunnar Kaiser ist da auch drauf. Ja, das heißt doch etwas. Es ist so ein Hunger da nach Wissen, nach Bildung, nach Information und nach eben diesem gemeinschaftsstiftenden Sprechen in der Literatur. Und das ist doch das, was wir von Literatur, warum wir überhaupt Bücher lesen, warum wir das studiert haben. Und das ist jetzt gerade wieder in kleinen Teilen, man muss realistisch bleiben, aber es ist da, dieser Hunger ist da. Und das ist schön. Ja, ich glaube auch, also du siehst ja, es sind zwar dann vielleicht nur 10% von uns, die wir hier zusammen, es sind ja immerhin so ein paar Millionen Menschen mehr, als in mein Wohnzimmer passen. Also ich denke schon, dass wir da viel Freude aneinander haben werden. Ich finde das, also ich freue mich jetzt dann mal, wenn ich auch auf was freue, weißt du doch, Matthias weiß das, auf Dänemark, aufs Frühjahr und ich freue mich, dass es euch gibt. Und auch auf ein neues Buch, das mit Matthias, also Wege aus der Lebenshilfe wird ja gemacht. Das ist schön. Da freue ich mich drauf. Ja, das wird groß. Das wird lustig. So, jetzt du, Matthias. Worauf freust du dich? Finden wir noch irgendwas? Ich habe ja gesagt, dass mir das ein bisschen schwerfällt. Ich freue mich an etwas, aber ich auf etwas, also diese Spannung in Richtung Zukunft, die ist mir irgendwie geraubt, weil ich in der Zeit irritiert bin. Aber ich glaube vielleicht, dass auch die Empfänglichkeit für die glückliche Überraschung, wenn man sich die bewahrt, dann muss man auch gar nicht aus eigener Kraft seinen Willen auf etwas Zukünftiges spannen oder eine Erwartung haben, sondern man ist vielleicht empfänglich und in anderer Weise aufgeschlossen. Das nehme ich mir jetzt vor, ansonsten. Du nimmst dir vor, positiv überrascht zu werden, oder? Nee, offen zu sein für das, was ich vielleicht an Kleinigkeiten mir zueignet, was ich mir aus eigener Kraft gar nicht gewünscht hätte, oder das ist also wirklich die kleinen Alltagsbegegnungen. Ich meine, man kann fragen, wie viele Freunde hast du verloren in den letzten 2 Jahren, aber Entschuldigung, dass wir jetzt hier drei zusammen sitzen, das war nicht absehbar Ende 2019 und allein das ist was Tolles und vielleicht freue ich mich auf das, genau. Ja, auf die nächste Umarmung mit einem Menschen, der bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, weil er menschliche Nähe zulässt. Ich glaube, darauf freue ich mich. Ja, okay. Aber dann können wir es nehmen, uns jetzt Aufruf ist früher, dass wir uns mal treffen und uns umarmen, risikobereit wir sind. Und da ist Mitgefühl und Opfer bringen in eins vereint. Genau. Herrlich, aber das war jetzt das Schlusswort. Danke für das schöne Triell, lieber Gunnar. Danke, Gunnar. Alles Gute. Nach dem Werbeblock und ihr verabschiedet. Danke euch auch für das schöne Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Ciao.